Die Transferphase ist fast vorbei und wir konnten uns mit zwei hoffentlich verstärken. Und ja, wir schauen jetzt mal, wie es aussieht gegen Hoffenheim nach der Winterpause. Und damit herzlich willkommen zurück hier beim Karrieremodus mit dem FC Hansa Rostock. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Es freut mich sehr, dass du wieder mit am Schlüssel bist. Wir legen sofort los, Freunde. Wir können noch mal ganz kurz in die Tabelle reingucken. Wir sind tatsächlich punktgleich mit Dortmund. Ach, gucke mal einer an. Dortmund hat schon ein 17. Spiel gespielt. Ach, jetzt heute schon. Ja, ja, okay, verstehe. Und sie haben anscheinend verloren. Das ist ja crazy. Nee, unentschieden gespielt gegen Gladbach. Wahnsinn. Gladbach hat Dortmund einen Punkt abgerungen. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, können wir auf jeden Fall schön einen schönen Vorsprung auf zu Dortmund aufbauen. Das wäre auf jeden Fall wunderbar. Stimmt, wir können nochmal gucken. Steht jetzt mittlerweile fest, gegen wen wir spielen. Auch nochmal vielen lieben Dank für die Erklärung, dass jetzt natürlich erstmal die Drittplatzierten der Champions League spielen gegen die aus der Europa League. Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal für die Erklärung. Irgendwie war ich dafür zu dämlich, das zu schnallen. Aber die spielen tatsächlich noch, also es steht noch nicht fest. Gut, aber dann wollen wir doch nicht lange schnacken. Gehen wir mal hier direkt in den Spieltag rein. Wir gucken uns mal an, wer so bei Hoffenheim gerade alles spielt. Leveling spielt dort, Becker, Tolkien. Tolkien tatsächlich als ZDM, eigentlich ist er ja Linksverteidiger. Cholloy, Nsoki, Minks, auch cool. Minks sogar Kapitän, Baumann auf der Bank, spannend. Ansonsten... Kennt man sonst noch jemanden von Hoffenheim direkt? Nee, Tolkien und Becker, ne? Und Cholloy und Nsoki sind auf jeden Fall noch übrig, obwohl Cholloy... Ah doch, der war ja verliehen zu Freiburg. So, sie forcieren das Flügelspiel. Wichtiger Defensivspieler ist Cholloy und Schaparenko ist wichtige Offensivkraft. Und an der Stelle kann ich ja tatsächlich Cholloy eigentlich auch mal scouten. Eigentlich kann ich den mal scouten, weil der ist ja auch noch relativ jung, ne? War relativ jung, aber ich meine 29 ist, glaube ich, immer noch ein recht gutes Alter. Wir gucken da einfach mal drauf. Wir scouten den jungen Herrn einfach mal. So, und dann gehen wir mal zur Pressekonferenz. Auf geht's. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Nach der Verpflichtung von O'Reilly von Almeria sehen die Fans seinen ersten Einsatz herbei. Was erwarten Sie von seinem Debüt gegen Hoffenheim? Ja, ich erwarte auf jeden Fall, dass er mit seiner Passstärke glänzen wird, dass er Ruhe im Mittelfeld ausstrahlen wird. Ich meine, er ist ja tatsächlich sehr erfahren mit Sadilek zusammen, ist er da unsere Achse und er wird diesem Team auf jeden Fall sehr helfen. TSG Hoffenheim will der Tabellenspitze näher rücken. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, aufzuholen? Warum aufzuholen? Wir sind tatsächlich Erster. Mögen die Besseren gewinnen, sagen wir es einfach so. Sie spielen nach wie vor besser, als alle erwartet hatten und sogar die Meisterschaft scheint im Bereich des Möglichen. Ist Ihr Team gut genug, um weiter solche Leistungen zeigen zu können? Das ist auf jeden Fall viel zu früh darüber zu sprechen und wir sind halt nach wie vor gut drauf, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass wir die Meisterschaft gewinnen oder schon gewonnen haben. Es kann natürlich noch alles passieren, ne? Gut, dann wollen wir doch mal reingehen direkt. Der Kerkes ist wieder zurück, der Jakobsen ist wieder zurück. Wir starten ganz frisch wieder neu in die Saison rein. Mikkelsen neu dabei, Löwen neu dabei, O'Reilly neu dabei. Das ist auf jeden Fall super, super nice. Wir haben jetzt so langsam alle über 80. Nur der Sanchez, der kämpft noch mit sich, dass er über die 80 kommt. Aber dann würde ich doch mal sagen, viel Spaß beim Spiel Hoffenheim bzw. Hansa gegen Hoffenheim. Wir empfangen Hoffenheim im Ostseestadion am 15. Januar 2028. Schiedsrichter ist Baran Kukaogul und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Ich würde behaupten, das war auf beiden Seiten gerade komplett falsch. O'Reilly hat ein In-Game-Face. What? Warum haben die denn Inacio gezeigt? Ganz wilde Geschichte. Oh, John auf jeden Fall. Oder John. Anschluss Hoffenheim und Hoffenheim hat richtig Bock hier mit dem Seitenwechsel. Ganz schön strong. So, Kerkes. Das war auf jeden Fall schon wieder ganz schön verbuggt, der Kram. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. So, O'Reilly hier direkt am Ball. Auf Larsen. Larsen schickt hier Lichtes. Der hat Platz.
Wie ist das? Und den schießt er daneben. Das gibt es doch gar nicht. Das war doch die Riesenchance. Oh mein Gott, den haut er daneben. Oh, schade, schade, schade. Das war aber eine knappe Geschichte. Aber richtig gut zielstrebig nach vorne gespielt. So wollen wir das haben. Aber gut, was soll ich sagen? Vom Anpfiffpunkt her weg oder allgemein. Unsere Offensive ist nicht das Problem. Da spielen wir immer sehr, sehr gut, ne? Alles andere ist so ein bisschen das Problem. So, John. Der ist auf jeden Fall super fast. Oh, Schaparenko. Und Perez hat ihn aber. Sehr schön gemacht. So, Sadilek. Auf seinen neuen Mitspieler da im Mittelfeld. Kommt aber leider nicht an. Oh Gott. Und da steht es 1:0 für Hoffenheim. Richtig gut der Laufweg hier von Becker. Und dann steht es 1:0. Eieieiei, was ist denn hier los jetzt? Völlig überrascht. Da lassen wir ihn ja komplett laufen. Ach, du große Neune. Das war natürlich nicht so gut, Freunde. So, Kerkes, O'Reilly. So, Kerkes. Flanke, aber abgeblockt zum Eckball. Erster Eckball für Hansa. Sadilek. Liestes. Zieht hier einfach mal voll drauf. Ach, schade. Versucht sich da durchzusetzen, kommt aber leider nicht vorbei. Leveling. Nsoki. Tatsächlich haben die auch relativ viele schnelle Spieler. Fällt mir gerade auf. Die Hoffenheimer. Die Sinsheimer. Duck, come on, setz dich durch. Ach Mensch. Hätte der Pass, glaube ich, früher kommen müssen. Eieiei. Haben wir ihn aber umgehauen. So, Liestes, come on. Ah, Duck. Ach Mensch. Die sind auf jeden Fall ziemlich aktiv, die Boys und Girls hier. Das war doch abseits. Hä, das muss abseits gewesen sein. Das gibt's doch nicht. 2:0. Nein, weil da jemand das abseits aufgehoben hat oder was. Das gibt es doch nicht. 2:0 Hoffenheim. Was ist hier los? Bruno Barty mit dem 2:0. Oh Mann, ey. Das ist ja ein Start, ey. Völlig zu Recht werden sie hier ausgepfiffen. Ja, weil... Oh nein, weil Kerkes... Ey, aber ganz ehrlich, Schiri, ey, sorry. Dass da dann nicht abgepfiffen wird, ist eigentlich auch eine Frechheit, ne? Überhaupt, dass Kerkes auch schon wieder verletzt ist, ist auch schon wieder eine Frechheit. Das kann nicht wahr sein, Freunde. Und Duck, scheiße, mach den nicht rein, verdammt. Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Kerk ist halt wieder verletzt, ey. Das kann nicht wahr sein, wirklich nicht. So ein Mist. Ignacio, richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht, ey. Stark auf Kerkes. Kerkes, come on. O'Reilly auf Larsen und das wird doch nicht so, Leute. Eieieiei.
Kerkis. Kerkis schießt einfach mal. Schade, schade, schade. Wieder Eckball. Come on. Jetzt muss doch mal was kommen jetzt hier. Come on. Da ist doch keiner, Mensch. Da ist doch keiner. O'Reilly. Oh. Schöne Drehung hier. Er versucht dann zu schießen. Schafft es aber leider nicht. Schafft es aber leider nicht. Sehr gut aufgepasst von Sanchez. Richtig gut aufgepasst von Sanchez. Na, was ist denn da das jetzt hier alles? Ach Mensch. Das war doch sonst nie so. Becker und Perez muss sich hier richtig lang machen schon wieder. Meine Güte. Das gibt es doch gar nicht. Was ist denn hier los gerade? Scheiße. So ein Mist, ey. Wirklich, es läuft ja gar nicht. Kerk ist direkt wieder angeschlagen. Also es läuft ja alles schief, was schief gehen kann. Kann man ja gar nicht zufrieden sein. Ey, ganz schlechte Noten alles. Kerk ist wieder verletzt. Es kann nicht wahr sein. Wirklich nicht. Dann wechseln wir natürlich aus, logischerweise, und gehen in die zweite Halbzeit. Auf geht's. Müssen wir doch mit dem Team noch richten. Und da kommen die ganzen Pässe, die kommen einfach nicht an, ne? Die ganzen Dinger. Was, und auch das klappt wieder nicht. Ey, und dann ist fast das 3:0. Was ist denn hier los? Leute, hallo. Will Hansa auch mal mitspielen sonst? Ey. Was ist das für ein Pass? Ey, sorry, O'Reilly. Aber sorry, du musst ihn da doch nur eigentlich ein bisschen temperieren. Meine Güte, ey. Ist das eine anstrengende Phase gerade hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gerade ganz, ganz anstrengend hier, dieses Spiel. Wir haben ja gar keine Schnitte gerade gegen Hoffenheim. Aber es war auch klar, weil wir haben einfach eine scheiß Pressekonferenz. Da wird dann gesagt, Hoffenheim will oben angreifen und damit ist schon wieder klar gewesen, yo, das wird ein blöd hartes Spiel, ey. Duck ist durch. Und auch der geht nicht rein. Es gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Wir machen und tun und es klappt nichts, ne? Es klappt nichts. Ja, auch das... Da bleiben wir auch wieder hängen. Es ist einfach zum Kotzen, Leute. Doch, der Ball kommt auch nicht an. Sehr gut gemacht, komm. Larsen, Larsen, Larsen. Duck. Auf geht's. Komm, Anschlusstreffer. Sehr schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Duck, ey. So wichtig. Da kamen ja die Wechselgerüchte auf, aber er schießt noch Tore für Hansa. Wer weiß, wie lange wir ihn noch halten können. Wir haben ja schon ziemlich attraktive Angebote für ihn bekommen. Eieiei. Hat der von Larsen auch schon wieder nicht reingegangen ist. Aber Duck ist einfach am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und verwandelt ihn. Er staubt einfach ab. Sehr schön. So, ich würde sagen, wir brauchen hier nochmal etwas neue Power. O'Reilly wird sich ein bisschen offensiver einschalten, tatsächlich. Löwen werden wir bringen. Und hier kommt tatsächlich Jakobsen. Und da versuchen wir jetzt nochmal ein bisschen Offensivpower zu bekommen. Noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Sehr schön. Das hat sich doch schon mal ausgezahlt mit O'Reilly. Larsen. Oh, come on. Schade, ey. Aber gut von Duck gemacht. Und Larsen versucht es einfach, aber es hat nicht geklappt. Sehr, sehr schade. So, Eckball.
Warum denn da hinköpfen? Hat doch gar keinen Sinn. Oh mein Gott. Oh, Hall. Ganz schön fix, der Boy. Was war da jetzt gerade? Warum hat er da gerade angemeldet, so, ja, hier, faul? Oh. Ey, kann ich jetzt auch mal den Ball wieder haben, Freunde? Jetzt fangen die an mit so einem ganz dämlich... Ey, was ist denn das schon wieder? EA, bitte. O'Reilly, come on, O'Reilly. 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 Eckball, okay, auf geht's. Come on, ey, jetzt muss doch mal da einer sitzen. Oh, verdammt. Was war das denn? Wieso bewegt sich denn, warum verarscht denn Sadilek mich? Habt ihr das gesehen? Er läuft nach oben und auf einmal bleibt er stehen und läuft nach unten. Was soll das denn? Sanchez, oh Mann, ey. Perez hat ihn, oh mein Gott, da wurde aber ganz schön umgeruppt. Sehr schön, Jakobsen. Oh mein Gott, oh mein Gott, Larsen und auf O'Reilly, oh mein Gott, 2:2. O'Reilly mit dem ersten Treffer im ersten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber, wie sich da Larsen durchgesetzt hat, unfassbar. Dann hat er den Kopf oben und zieht O'Reilly und spielt den einfach rüber und O'Reilly steht da frei. Oh, Larsen hier abgekocht, nimmt er zwei auseinander, Wahnsinn, Wahnsinn. Larsen richtig, richtig gut, richtig, richtig gut. Mega. Mega. So, jetzt versuchen wir hier nochmal mit richtiger Power. Jetzt kommt nochmal Tempo nach vorne rein. Mit Sieb. Vielleicht können wir da nochmal einen ordentlichen Konter setzen. Das wäre doch ganz nett. So. Bergruis. Oh mein Gott. Oh, Perez, ey. Klasse gehalten von Perez. Richtig, richtig stark. Junge, aber was auch für eine krasse Flanke. Was für eine krasse Flanke war das denn gerade? Sanchez. Ruben Sanchez, come on. Mikkelsen, Mikkelsen. Ach Mensch. Schade. Come on. Und wir trennen uns 2:2, aber wir schaffen noch den Ausgleich, ey. Richtig, richtig gut, richtig wichtig. Wir spielen wie Dortmund auch nur 2:2 und ich glaube, damit hat jetzt Bayern tatsächlich die Möglichkeit ranzukommen. Also das wird nochmal richtig spannend da oben. Nicht unbedingt der Start nach Maß, natürlich Start nach Maß für O'Reilly. Ach Mann, schade, schade, schade. Auch die Leistung sollte nicht so krass gut sein. Duck wieder Spieler des Spiels. O'Reilly mit einer 8,1. Richtig guter Einstand. Aber ansonsten, guckt euch das mal an. Das ist wirklich nicht gut. Mikkelsen mit einer 5,4. Ach, du große Neune, hat der gar nicht mitgespielt. Spielinfo Hoffenheim hier. Mehr Ballbesitz. Aber wir haben viel mehr versuchte Pässe, aber so eine schlechte Passgenauigkeit gehabt. Naja, schade. Gehen wir mal zu den Interviews. Mich würde jetzt sehr interessieren, wie Bayern gespielt hat. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier O'Reilly heute mit seiner Torpremiere für Rostock. Wie haben Sie sein tolles Debüt gesehen? Ja, mega. Bin total beeindruckt und jetzt sieht wohl jeder, warum ich ihn geholt habe. Das war einfach der absolute Superwahnsinn. Kerkes hat sich leider verletzt und fällt 3 Monate aus. Wie beeinflusst das Ihre Aufstellung? Ja.
Wir haben Optionen. Erstes Spiel und erst direkt wieder am Schlüssel. Oh Mann, ey. Ist bislang 13 ohne Niederlage. Wir dürfen uns darauf nicht nur konzentrieren. Ach, Mensch, ey. Ja, ich sag ganz ehrlich, 8 Millionen haben wir jetzt noch. Wir brauchen noch einen Linksverteidiger, Freunde. Entwicklungsplan von Sadilek. Ist sogar ein Punkt wieder aufgestiegen. Mega nice. Wir können noch mal gucken. Tiefstehender Spielmacher, gehen wir da noch mal drauf. Leihangebot für Siebert. 2-Jahres-Leihe. Nee, sorry. Der ist uns zu wichtig, würde ich sagen. Es ist wieder gebrochen, der CA. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch so ein schlechter Scherz, ey. Ey, komm, Freunde, das ist doch wirklich ein schlechter Scherz, oder? Ah, jetzt brauchen wir noch einen Linksverteidiger. Ich muss öfter spielen. Du gehörst weiter zum Team. Okay, er hat sich beschwert. Nouveau dann auf jeden Fall. Schreibe ich mir mal auf. Damit wir das wissen. Das Resultat ist enttäuschend. Mach dir keinen Kopf, du bist eh wieder verletzt. Ich möchte mich dafür bedanken, dass ich sie nicht vergessen habe. Jo, natürlich, klar. Ey, Sadilek, du bist richtig wichtig. Du bist der Kapitän, hallo? Okay, also wir müssen irgendwie jetzt einen Linksverteidiger finden. Für 8 Millionen. Eieieiei, ist das eine miese Geschichte, Freunde. Ist das eine miese Geschichte? Ulrich, 10 Millionen, kürzlich erst gewechselt. Ja gut, wir haben ja Brown gescoutet notfalls, ne? Ganz ehrlich, genau dafür kommt er doch perfekt. Sind natürlich dann auf der Linksverteidigerposition doch ein bisschen geschwächt, aber unser Jugendspieler kann sich da dann ja auf jeden Fall gut für qualifizieren. Und wir kaufen jetzt Nathaniel Brown nochmal. Vielleicht kriegen wir den relativ billig. Haben wir mal 4,2. Hallo? 4,25. Das ist okay. Damit kann dann Brown zu uns kommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir gehen mit denen immer allen gleich essen, ne? Merkt ihr das? So, sporadisch. Das ist in Ordnung für uns. 3-Jahres-Vertrag ist auch in Ordnung. Das ist okay. Keine Freigabesumme. 11,5. Ja, komm. Auch mit 13,5. 12,5. Sehr schön, nochmal eine Million mehr. Huch. Nicht nur ein Euro. Das ist natürlich Quatsch. Machen wir mal 10. 13,5 hätte er gerne. Versuchen ihn nochmal ein bisschen runterzudrücken. 10. Geben ihm dafür ein bisschen mehr Handgeld. Und das ist okay für ihn. Dann kommt er für 10.000 pro Woche zum FC Hansa Rostock und wir haben einen neuen oder einen weiteren Linksverteidiger. Er will ja hier nicht Kerkis irgendwas streitig machen, aber wir brauchen dort auf jeden Fall weitere Spieler, weil wenn jetzt Mikkelsen auch noch ausfällt, also wir müssen auf jeden Fall dauerhaft doppelt besetzt sein auf den Positionen. Für Rechtsverteidiger, ja, da sieht es ja eigentlich auch sehr schlecht aus, ne, in der Theorie. Aber damit kommt Nathaniel Brown zum FC Hansa Rostock. Auch nice. Krass. Sehr schön. Gegen einen B dafür. 3,3 wäre die beste mögliche Summe gewesen. Können wir nochmal gucken. Eigentlich Rechtsverteidiger. Warte mal. Brauchen wir überhaupt Rechtsverteidiger?
Ach nee, da hätten wir sonst auch noch notfalls Eklund. Also von daher, das ist tatsächlich alles in Ordnung. Er hat sogar schon eine 71. Heftig. Der kommt einfach wieder und... Wer weiß, vielleicht wird er sogar Stammspieler. Wahnsinn. Genau, Nathaniel Brown kriegt jetzt auf jeden Fall einen neuen... Fokus auf Leistung ist okay. Nathaniel Brown wird jetzt hier erstmal durchgepowert. Achso, wir können auch noch mal Kerkis, können wir das auch schon mal gleich geben hier. Starker Fokus auf Leistung. Dass wenn er wieder zurück ist, wir da direkt loslegen können. Union will tatsächlich Washington kaufen. Witzig. Und warum wollen die denn alle hier tatsächlich den Siebert ausleihen? Was soll das denn? Lass das doch mal, Mensch. So. Gegen RB Leipzig geht es als nächstes und wir haben eine Nachricht von Usun. Er will nicht auf der Bank sitzen. Vor uns liegen wichtigere Spiele, aber gut, das bedeutet, Novoa und Usun wollen starten oder müssen starten. Eieieiei, das kann ja auch was werden, Freunde. So, wir gucken uns jetzt mal die Trainingspläne an hier. Mikkelsen ist auf jeden Fall fit, das ist gut, der bekommt das. Nathaniel Brown geht auf den Trainingsplan. So, Teammanagement, genau. Mikkelsen wird, glaube ich, erstmal spielen. Das ist in Ordnung. Oder werden wir Brown gleich spielen lassen? Ich meine, der hat 80er Tempo. Der hat 80er Tempo, ist eigentlich ganz nice, ne? 74er Tempo. 81 aber passen. Ey, wir geben tatsächlich hier unserem Jugendspieler die Chance. Gut. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir mal in den Spieltag rein. Obwohl, wir gucken uns nochmal die Tabelle an, wie es da jetzt aussieht. Wir sind immer noch Erster. Bayern? Hat Bayern verloren? Bayern hat auch nur unentschieden gespielt. Oh mein Gott. Aber RB Leipzig hat 5-0 gegen Union gewonnen. Eieieiei. Na, das wird ja witzig jetzt. Gegen RB Leipzig. Wir gucken uns das nochmal an. Schick, Isak spielt da. Olmo. Ey, krass. Team Alaba, Sidia, Klostermann, Longley, Hakimi. Junge, Junge, Junge. Krasses Team. Wer hat die meisten Tore? Alexander Isak mit 12 Toren in 17 Einsätzen. Das ist auch richtig, richtig strong. Richtig, richtig strong. Und wir gehen mal zur Pressekonferenz schon mal. Wie gehen Sie das heutige Spiel ohne Kerkis an? Wir haben einen super Kader und können das natürlich auffangen. Und wir haben jetzt dann nochmal eine Verpflichtung getätigt. Sie spielen nach wie vor besser als alle erwartet haben. So sogar die Meisterschaft scheint im Bereich. Können wir es schaffen? Versuchen. Wir können es auf jeden Fall versuchen. Sagen wir mal so, ne? Wie haben Sie sich aufs Spiel gegen die Rivalen von RB Leipzig vorbereitet? Sind Sie vorbereitet auf die nächste Partie? Wir sind auf jeden Fall bereit. Wir haben Bock, Sie aus dem Stadion zu fegen. Und darauf kommt es an. Und wir versuchen jetzt mal was anderes. Ich bin mal ganz mies. Wir machen mal einen kleinen Cliffhanger. Weil das Spiel gegen Leipzig, das packen wir in die nächste Folge. Ich weiß, es ist mies, aber wir probieren es einfach mal. Wir probieren es einfach mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Es ist ein richtig krasses Duell gegen RB Leipzig Ostduell. Traditions-Ostduell seit, keine Ahnung. Seit wann ist Leipzig gegründet worden? Ich weiß gar nicht, 2008 oder so. Also, tja, also kein wirkliches Traditionsduell. Aber es ist ein Ostduell. Es wird dort entschieden, wer aktuell die stärkste Kraft aus der ehemaligen DDR ist. Ich bin sehr gespannt. Klar, Leipzig hat es niemals erlebt, aber aus der ehemaligen DDR, in dem Raum auf jeden Fall, aus dem Osten. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann heißt FC Hansa Rostock gegen RB Leipzig. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und köstliche Grüße. Bis dahin. Tschüss.